Ja, moin Leute. Vor ein paar Jahren habe ich für meine Frau einen neuen Laptop gesucht. Und sie war damals in der Ausbildung, ich war Student, wir hatten nicht viel Geld. Wir haben uns im Endeffekt für ein Chromebook entschieden, womit meine Frau auch sehr, sehr zufrieden war. In meinem Kopf ist ein Chromebook für Menschen, die produktiv sein wollen, aber auch viel unterwegs sind und vor allem viele Dinge online machen. Und Google kam auf mich zu, deswegen die Werbekennzeichnung, ist ein bezahltes Video, und hat mich gefragt, ob ich nicht mal ein FAQ über Chromebooks machen möchte, weil ihr auch immer wieder dazu Fragen gestellt habt, vor allem auch unter den letzten Videos, die ich zum Thema Chromebook gemacht habe. Naja, deswegen, here we go. Wie kann ich auf Chromebooks Programme installieren? Zuerst mal, Web-Apps sind problemlos nutzbar. Chrome OS ist ja quasi mit der Idee entwickelt worden, dass wir eigentlich fast immer online sind und eigentlich unseren Rechner fast nur wie ein Browser benutzen, weil wir eigentlich sowieso fast immer im Browser sind, mit der Idee, dass es sowieso Leute gibt, die sich besser um Sicherheit kümmern können als wir selbst, zumindest in den meisten Fällen. Das heißt, wir müssen uns im Endeffekt nur ein Passwort merken und den Rest erledigt dann Google für uns. Aber ich kann natürlich Programme installieren. Zum einen Browser-Extensions, also Erweiterungen, die es für Chrome gibt, funktionieren natürlich problemlos. Aber es gibt auf Chrome OS auch den Google Play Store. Das heißt, viele Android-Apps, die es gibt, funktionieren auch problemlos auf Chrome OS. Google selbst sagt, es sind über 2,1 Millionen, und ich denke, da sollten ziemlich viele dabei sein, die man braucht. Und ein paar davon werde ich euch natürlich hier im Verlauf des Videos auch zeigen. Wie kann ich Microsoft Office auf Chromebooks nutzen? Ich finde, das ist eine super wichtige Frage, weil ich denke, dass es eine der Hauptanwendungszwecke, also Office-Arbeit, für Chromebooks ist. Denn, mal ganz ehrlich, wenn man mal anguckt, was man selber macht auf seinem Rechner, dann E-Mails abrufen, Research, also Sachen im Internet suchen, für mich auf YouTube sein und natürlich sowas wie Text, Tabellen, Software und auch sowas wie Präsentation. Ja, das sind so die Standarddinge, die ich mache. Plus bei mir ist halt auch noch Videoschnitt, aber wenn ich jetzt nicht YouTube machen würde, dann wären das genau die Sachen, die ich machen würde. Und ich denke, dafür sind Chromebooks ideal, weil dafür wurden sie ja auch entwickelt. Das heißt, wenn ich jetzt Office verwenden möchte, dann brauche ich ein Office 365 Abo, dann kann ich nämlich die Web-Apps von Office benutzen und die sind tatsächlich vom Funktionsumfang her sehr, sehr ähnlich zu denen, die es einfach auf, ich sag mal, macOS oder Windows gibt. Da gibt es, also gibt nicht alle Features, aber fast alle sind da. Ich glaube, die meisten werden keinen Unterschied bemerken. Plus für jeden kostenlos gibt es ja auch noch Google Docs, Präsentationen und Tabellen. Was sind die besten Apps für produktives Arbeiten? Erstmal, wenn ich zum Beispiel eine Web-App finde und ich nutze sie häufiger, dann kann ich mir dafür eine Verknüpfung erstellen. Dazu gehe ich einfach auf die Web-App, dann im Chrome-Browser auf die drei Punkte, auf weitere Tools und dann Verknüpfung hinzufügen. Und dann wird das hinzugefügt, einfach als Verknüpfung bei mir, wo auch die anderen Programme sind. Und sieht halt aus wie ein normales Programm. Ich persönlich nutze sehr gern, wie auch gerade schon gesagt, Microsoft Office als Web-App. Wie gesagt, dafür brauche ich ein Office 365 Abo, damit ich das als Web-App nutzen kann. Wer aber kein Office 365 hat oder auch nicht haben will, der kann sich auch die Office Suite von Mobi Systems aus dem Play Store herunterladen. Die ist kostenlos, braucht kein Abo. Also man kann auch ein Abo kaufen, aber braucht man nicht. Und funktioniert halt auch offline. Und natürlich kann ich dort alle Dokumenttypen öffnen, also Word-Dokumente, PowerPoint und Excel-Dokumente sind alle kein Problem, kann ich öffnen und bearbeiten und auch neu abspeichern. Squid ist eine App zum Notizen machen, das heißt, vor allem wenn ich ein Touchscreen habe, dann funktioniert die richtig gut. Ich kann aber auch Bilder und PDFs importieren und da dann drauf schreiben. Also vor allem für Studenten sehr, sehr interessant, meiner Meinung nach. Und die arbeiten auch mit Google zusammen. Das heißt, wenn ich ein Chromebook habe, wo es einen Stift für gibt, dann ist dort die Latenz auch geringer. Ansonsten kann ich noch Solid Explorer empfehlen. Das ist ein quasi besserer Dateibrowser als der, der in Chrome OS verbaut ist, weil ich zum Beispiel mehrere Fenster haben kann, da einfach was hin und her schieben kann und hat auch sonst einfach noch ein paar mehr Funktionen. Was sind die besten Apps für zum Beispiel Bildbearbeitung, Design, Sketching und Video-Editing? Eine Web-App, die ich gern mag, heißt Pixlr und ist quasi so, ich sag mal, ein aufgepimptes Paint, also hat schon einiges an Funktionen. Wer aber sagt, ich brauche noch mehr, eher so eine Photoshop-Alternative, dann wäre vielleicht zum Beispiel Photopea oder Photopea, weiß nicht genau, wie man es ausspricht, was. Dort kann man zum Beispiel auch PSD-Dateien oder auch RAW-Dateien bearbeiten. Ansonsten Adobe Lightroom kennt man ja, damit kann ich zum Beispiel RAW-Dateien oder Fotos bearbeiten, ganz viele Kurven ändern und das Bild im Endeffekt so rausbringen, wie ich es gern haben möchte. Mein persönlicher Favorit ist aber Snapseed. Das ist eigentlich ein relativ einfaches Programm, hat trotzdem sehr viele Funktionen und lässt sich halt vor allem mit so einem 2-in-1, wie ich es jetzt hier habe, mit dem Acer Spin 513, super einfach bedienen und mit dem großen Bildschirm macht es halt nochmal mehr Spaß. Vor allem, wenn ich ein Touchscreen habe oder so ein 2-in-1 Gerät, ist Google Canvas natürlich auch sehr interessant. Das ist eine Sketch-App. Wer dazu eine Alternative sucht, wäre zum Beispiel Sketchpad was, auch eine Web-App, aber ist halt quasi die Konkurrenz dazu. Und auch wenn Chromebooks jetzt vielleicht nicht unbedingt dafür gemacht sind, einfach schon, weil zum Beispiel das Gerät, was ich habe, nur 64 GB Speicher hat. Man kann auch Video-Editing betreiben. Hier zum Beispiel nutze ich PowerDirector aus dem Google Play Store. Das geht, also ich kann damit so Basic-Video-Bearbeitung machen. Jetzt vielleicht nicht super komplexe Sachen, aber es geht auf jeden Fall. Funktionieren Chromebooks auch offline? In kurz, ja, das geht,
Aber natürlich immer mit dem Hintergedanken, dass Chrome OS ja so online first entwickelt wurde. Aber Dinge wie zum Beispiel Google Docs und Google Tabellen, Google Präsentationen funktionieren natürlich auch offline. Genauso wie kann ich mir zum Beispiel auch Seiten im Chrome abspeichern, die ich dann später lesen kann. Oder auch zum Beispiel alle Programme, die ich mir runterlade, die sonst auch offline funktionieren. Wie zum Beispiel Snapseed oder so. Oder auch mal ein Dokument bearbeiten in der Office Suite von Mobi Systems. Ist natürlich problemlos möglich. Gibt es Tastenkürzel, die einem die Arbeit einfacher machen? Natürlich gibt es Tastenkürzel. Was wäre ein gutes Betriebssystem ohne Tastenkürzel? Ich kann mir die auch super einfach einblenden lassen, die es gibt, nämlich mit Steuerung, Alt und der Raute-Taste. Dann wird mir ein Fenster angezeigt, wo ich so gut wie alle Tastenkürzel finde. Meine Lieblingstastenkürzel wären einmal die Suche mit L, damit kann ich verriegeln. Allgemein gibt es ja so ein paar besondere Tasten, wie zum Beispiel die Suche-Taste, womit ich alles im Internet, aber auch auf dem Laptop durchsuchen kann, auch in meinen Dateien und so. Und ich mag auch gerne Steuerung und dann die Tasten 1 bis 8, um halt in die Tabs 1 bis 8 zu springen. Für wen ist also ein Chromebook eine gute Lösung? Ich würde sagen, ein Student ist eine gute Möglichkeit, weil es halt sehr günstige, aber auch teure Chromebooks gibt. Es gibt 2-in-1 Geräte, auch mit Touchscreen, wo ich einfach mitzeichnen kann. Und ich sag mal, solange es jetzt nicht zu komplex wird, wie zum Beispiel Programmieren oder wenn ich ein Medienstudium mache, dass ich super viel Video editieren muss, das ist natürlich nichts für ein Chromebook. Hausarbeiten schreiben, ja, oder Sachen für die Uni raussuchen, Research betreiben oder Hausaufgaben machen oder so, geht natürlich alles problemlos. Aber auch für Office-Anwendungen eignet es sich natürlich richtig gut, weil ich eine gute Akkulaufzeit habe. Ich kann schreiben, ich kann lesen, ich kann E-Mails beantworten, ich kann nochmal schnell ein Bild bearbeiten, wenn ich das brauche. Für mich persönlich ist es so, dass ich wahrscheinlich für sehr viel meiner Arbeit problemlos auf Chrome OS umsteigen könnte, außer vielleicht für meinen Videoschnittteil. Aber alles, was ich vormache, Informationen raussuchen, das Skript schreiben, mache ich in Notion, gibt es problemlos als Web-App. Ja? Ich müsste dann nach Hause kommen, das Video dort editieren und bearbeiten. Wenn ich damit fertig bin, kann ich es am Chromebook hochladen und kann auch alles dann online, also Titel, Thumbnail, Beschreibung und so, alles problemlos auf dem Chromebook machen. Das heißt, wir nehmen uns mit, nicht für jeden ist ein Chromebook was, aber ich glaube, dass die Menge der Nutzer, die ihren Rechner einfach nur als Browser benutzt, super, super groß ist. Viel, viel mehr, als wir uns vorstellen können. Also schon allein, wenn ich bei meiner Frau gucke, wenn die ihren Laptop benutzt, die ist eigentlich immer nur in ihrem Browser und macht eigentlich nichts anderes. Das heißt, da wäre Chrome OS eigentlich ideal. Aber auch Leuten wie zum Beispiel, wenn ich meiner Oma einen Laptop schenke, der würde ich halt eher ein Chromebook schenken, weil die muss sich ihr Passwort merken und dann ist sie ja sowieso immer nur im Internet, aber dann muss sie sich keine Gedanken machen über sowas wie Updates und Sicherheitsprobleme, sondern das System updatet sich halt von selbst. Das heißt, ich muss mir da keine Sicherheitsgedanken machen und ja, funktioniert einfach, vor allem, weil ich es halt sowieso nur als Browser verwende oder meine Oma das nur machen würde. Und deswegen kann ich einfach auch ein Betriebssystem wählen, was eigentlich nur ein Browser ist. Ja, habt ihr schon mal ein Chromebook genutzt? Wenn ja, was denkt ihr? Wenn nein, warum nicht? Lasst mich gerne mal unten in den Kommentaren wissen. Dann danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.